Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen im Hafen von, ja gut, von Fjorde. Warum? Weil das tatsächlich der schönste Hafen ist. Und während wir sehen, wie die schöne Sonne den Fjord entlang scheint und damit auch auf diese Kutusov im Hintergrund, fragen wir uns, ist das wirklich eine Kutusov oder könnte es auch etwas anderes sein? Und natürlich weiß der geneigte Zuschauer, wenn ich diese Frage stelle, dann ist es meistens auch etwas anderes. Denn nur weil etwas aussieht wie eine Kutusov und fast identisch ist wie eine Kutusov, muss es bei Wargaming noch lange nicht eine Kutusov sein. Nein, hier haben wir eines der neuesten Wunderwerke der russischen, nie gebauten Möglichkeiten, die Pocharsky. Oder wie man sie auch immer ausspricht, ist immer ein kleines bisschen, ne? Dmitri Pocharsky. Von wegen, wurde nie gebaut. Ja, es ist eine 68-Biss-Klasse, die in den 50er Jahren durchaus gebaut worden ist, aber natürlich nie so, wie Wargaming sie jetzt schlussendlich ins Spiel bringt, sondern immer ein bisschen anders. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Wie ihr wisst, Schiffe müssen angepasst werden an bestehende Game-Mechaniken, damit sie in Balance sind. Also für all jene, die noch keine Kutusov haben, das ist quasi eine Kutusov. 68 bis Projekt mit einer Panzerung einer Kutusov. Ne? Ein 25 mm leichter Kreuzer mit 27 mm Deck, besser nicht getroffen werden mit dem Hobel, ja, hat die gleichen Schwächen wie eine Kutusov, hat dieselbe Überlebenspunkte wie eine Kutusov, hat dieselbe Artillerie wie eine Kutusov. Fast. Wir haben hier zwar 4x2 152 mm und hier steht 7 Sekunden Ladezeit. Das wäre eine Sekunde besser als die Kutusov. Allerdings wurde das schon wieder geändert. Wir haben jetzt 8 Sekunden Ladezeit, wie bei der Kutusov. Wir haben ansonsten 158 Meter maximale Streuung, 18,1 Kilometer Reichweite. Wir haben die identischen Granaten mit 3300 Höchstschaden und 950 Meter pro Sekunde, wie bei der Kutusov. Allerdings hier haben wir bei einem Granatengewicht von 55 Kilogramm einen Ricochetwinkel von 50 bis 65, also leidlich verbesserter Ricochetwinkel als die normalen 45 bis 60 Grad. Und wir haben die normale Fuse-Time von 0,025 Sekunden. Und ja, was soll ich sagen, das war es tatsächlich schon hier für die Hauptartillerie. Damit müssen wir rauskommen. Aber anscheinend sind in den Tests die Spieler so gut damit gewesen, dass es eine Erhöhung der Nachladezeit mit sich gebracht hat. Wir haben Torpedos, leider möchte ich gerne hier negativ hervorheben. Wir haben zwar die Torpedos der Kutusov mit den 14.400 Höchstschaden und ansonsten auch ähnlich 65 Knoten, 1,3 Kilometer Kennbarkeit, aber die Torpedoreichweite ist nicht 8, sondern leidige 4 Kilometer. Naja, kann man nichts machen. Dann benutzt man sie halt nicht. Luftschlag, zwei Angriffsgruppen auf 7 Kilometer, praktisch und notwendig. Wir haben eine Flugabwehr mit Schaden pro Explosion von 1406 Explosionen. Das ist durchaus dezent auf Stufe 8, möchte ich mal anmerken. Und einen kontinuierlichen Schaden, der nur Mittelstrecke mit 259 und Langstrecke mit 144 beinhaltet, aber keine Kurzstrecke. Kann man mitarbeiten. 5,8 Kilometer Reichweite. Ja, wie immer hängt es davon ab, wie viele Flugzeuge runterfallen, nicht nur in der Positionierung und der Sektorpriorisierung, die ihr einsetzt, sondern eben auch gegen welchen Flugzeugträger ihr antretet. Kaga-Flugzeuge fallen schneller runter als die einer Indomitable. Dankeschön, Gehirn. Hat noch gerade gereicht. 33 Knoten Geschwindigkeit bei 760 Meter Wendekreisradius und einer Ruderstellzeit von 6,5 Stock mit einer Erkennbarkeit von 14 Kilometer komplettieren hier dieses Schiff. Nun werdet ihr sagen, ja gut, aber da spiele ich doch lieber die Kutusov, weil die hat HE, bessere Torpedos. Und ja, das ist tatsächlich nicht von der Hand zu weisen. Zusätzlich noch einen Smoke, der relativ lange geht, sodass man gut feuern kann, wenn die Möglichkeit besteht. Allerdings hat die Kutusov ein Problem. Man bekommt sie nicht einfach für Cashy Cash. Man muss sie entweder aus Weihnachtscontainern oder aus Supercontainern droppen. Das sollte bei der Pocharsky nicht mehr so sein. Die wird es wahrscheinlich für Dublonen geben. Aber das weiß ich noch nicht. Das kommt dann direkt bei der Review. Also seid gespannt. Andere Varianten der Pocharsky, also andere Varianten der Kutusov, haben auch andere Gadgets. Hier die Pocharsky hat nicht den normalen langen Nebel. Nein, da ist der Russe mal kurz nach England gelaufen und hat den Kurzimpulsnebelerzeuger geklaut
und zusätzlich dazu eine hydroakustische Suche auf 5 Kilometer oder alternativ ein defensives Flakfeuer. Nun könnte man argumentieren, immer wo Smoke ist, wäre auch hydropraktisch und vor allem gegen U-Boote wäre es auch geil und das ist nicht von der Hand zu weisen. Eine gescheite Flak kommt dann zum Tragen, wenn man mit einem Flugzeugträger in die Vision fährt und dementsprechend steigt sehr Nützlichkeit, wenn man das macht. Ansonsten ist es fast eine 50-50 Chance, ob es sinnvoll ist oder nicht. Nun denn, das war es hier tatsächlich schon komplett mit der Poscharski. Man könnte jetzt hier noch ein bisschen hin und her schalten, um die Ähnlichkeit hervorzuheben. Interessanterweise switcht aber die Kamera so, als wäre die Poscharski ein bisschen größer als die Kutuzov. Wenn wir sie aber von den Daten anschauen, ne, und auch von den Werten, dann ganz kurios, ne? Es ist das identische Panzerungslayout. Schauen wir kurz einmal, 35 Knoten bei der Kutuzov, gut, das mit Flagge, ne? Auch die identischen Wendekreis- und Ruderstellzeit. Tja, das wollte ich euch nicht vorenthalten und ich sage vielen lieben Dank fürs Dabeisein, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ja, wir werden uns dann in der Review um die Poscharski ausführlich kümmern, wenn sie denn gut ist, ob sie denn gut ist, wann sie denn kommt und was sie kostet. Also, was sie uns kostet, muss ja nicht immer echt Geld sein. Kann auch Lebenszeit sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis bald. Ciao.